Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Und heute gibt es eine richtige Klatsche, nämlich für Layla. Sie wurde ganz schön ausgelacht von einem Herrn, den wir auch schon kennen, von TZ. Tizi war ja schon zweimal in der Stunde danach und hat ein Bildinterview gegeben. Gestern hat denn dann Layla mit ihm in ihrer öffentlichen Story abgerechnet, ihn quasi selbst ein bisschen vorgeführt und gesagt, wo waren wir denn bitte ein Jahr lang zusammen? Selbstverständlich ist die Frage, warum wart ihr denn dann bei Ex on the Beach, wenn ihr gar nicht erst zusammen warst? Eine richtig platzierte Frage. Und ähnliches möchte auch Tizi uns heute hier erzählen und hat hier eine Story hochgeladen, die wir uns anschauen werden und gemeinsam besprechen werden. Und in eins kann ich euch schon sagen, in dieser Story kommt die liebe Layla nicht allzu gut weg, meine Lieben. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, Danny, vielen herzlichen Dank, dass du an den News dranbleibst, dann fühl dich herzlich eingeladen. Uns fehlen nur noch 16 Abonnenten und dann haben wir die 27.500. Ihr seid unfassbar. Vielen, vielen herzlichen Dank an alle neuen Zuschauer, die sich uns angeschlossen haben und natürlich auch allen Bestands-Trashies, die so fleißig diese Videos teilen, meine Lieben. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich würde sagen, wir starten mit dem Katzenreporter-Handy und gucken einmal rein, was denn der Teasy zu sagen hat. Es ist eine Menge, was er zu sagen hat und es ist nicht sonderbar nett. Aber trotzdem, wie ich finde, hat er immer es geschafft, einen höflichen Umgangston zu wahren, was jetzt erstmal für ihn spricht. Bitte bleibt freundlich und höflich auch in den Kommentaren. Wir gucken rein. Fashion Week Tag 4. Ich komme zum ersten Mal dazu, wirklich auszuschlafen. Die letzten Tage war sehr hart. Ich habe immer nur so 2, 3 Stunden pro Tag gepennt und war von da zu da, Show zu Show. Ist cool, aber ist sehr, sehr kräfteraubend. Und daher komme ich echt wirklich dazu, endlich auszuschlafen. Ich mache auch mein Handy so ein Beamen. Und wenn mein Handy beamt, passiert eigentlich nur, wenn ich ein Bild poste oder Reel oder whatever. Oder jemand hat was gesagt oder versucht klarzustellen. Und jetzt kommt ihr rüber, um zu gucken, ob ich es auch klarstelle oder bestätige oder sage, nein, war nicht so. Und das kann nur deswegen sein. Deswegen, ich gucke mir das mal an und werde vielleicht auch gar nicht dazu sagen. Einfach unter den Teppich kehren. Oder ich sage vielleicht eine Sequenz, sage ich kurz was und das war es auch. Weil am Ende des Tages will ich keinen Rosenkrieg im Netz. Ich habe die Person immer noch gern. Die ist cool. Deswegen habe ich mich da jetzt auch behind the scenes, während die gar nicht da war, so vor die gestellt gesagt, na, die ist cool, weil so und so. Aber jetzt im Internet ist groß, sei mal dankbar, sag mal danke, Alter. Ja, also, was hat er euch erzählt? Es war vielleicht nicht gleich zuerst so verständlich, was er meint. Es geht darum, er hat schon mitbekommen, dass irgendwas merkwürdig ist. Es kommen viele Leute auf sein Profil, gucken seine Stories und das liegt daran, weil er weiß, dass irgendwo etwas lodert, ja, irgendein Busch brennt und dann weiß er, dass Leute jetzt nur auf sein Profil kommen, um eine Reaktion zu erhaschen, aber er selber hat keinen Bock auf den Rosenkrieg und deswegen guckt er sich das einfach jetzt mal an, worum es geht und will da auch gar nicht sehr viel groß zu sagen. Jetzt muss man dazu sagen, aus dem ich möchte darüber gar nicht viel groß sprechen, sind dann doch 6 Minuten geworden. Layla scheint auch ihn in Wallungen zu bringen und deswegen gucken wir mal weiter. Stört es nicht, dass hier Stores geballt werden, einfach weil ich weiß, es ist Teil des Businesses und wenn man trotzdem immer noch populär bleiben möchte oder halt Thema bleiben möchte, muss man das irgendwie auch machen. Das ist Teil des, ich bin auch gar nicht böse, gar nicht. Was diese Leute aber nicht verstehen ist, ich mache da jetzt nicht so Wind drum, werde jetzt im Internet mich streiten. Ich werde immer noch sagen, hey, alles gut, ich mag dich immer noch. So, ich mag dich und ich mag sie ja, sie ist cool. Ernst, ich mag dich immer noch. Was soll ich dir sagen? Du hast ja nichts Böses gemacht. Wenn ich jetzt ein Hund gewesen wäre, so richtig so, auf den jetzt habe ich Bock, jetzt anzugreifen, würde ich jetzt sagen, guck mal, ich war doch der Dosenöffner überhaupt, dass du dabei warst, überall. Von daher sollst du da mal Danke sagen, weil auf den, wenn ich jetzt jemand angefasst hätte oder geboxt hätte, müsste ich Planet Erde verlassen. Müsste ich auf dem Mars leben. Und das sage ich ja nicht. Weißt du, ich meine, von daher, ich mag dich immer noch. Deswegen mach deine Story, ich guck mal, ob ich dazu was sage, aber alles gut. Das ist relativ clever, was er macht. Er sagt, er möchte dazu nichts sagen und sagt, ich könnte aber das und das sagen. Damit sagt er ja das und das, obwohl er es eigentlich nicht sagen wollte, um aber den gleichen Eindruck beim Zuschauer zu erwecken, wie wenn er es auch gesagt hätte. Nur, dass er jetzt ein bisschen besser dasteht, indem er sagt,
Ich würde es sagen. Versteht ihr, was ich meine? Ist nicht schlimm, wenn nicht, ist es 6.23 Uhr. Bei euch ist es gerade vermutlich kurz nach 8. Alles gut, ja. Aber ich habe zumindest so ein bisschen verstanden, wie er das meinte. Ist natürlich eine gute Taktik, aber ändert nichts daran, dass du hier bei den Katzenreportern trotzdem mit dieser Taktik auffliegst. Und wir hören mal weiter rein. Ich muss noch gleich mit dazu sagen, ich empfinde ihn als relativ entspannt. Ja, das möchte ich mal mit dazu sagen. Also er geht damit wirklich von allen Trashies wirklich sehr entspannt mit um. Hör mal weiter. Gut, ich mag dich. Du bist cool. Du bist cool. Da habe ich es gesehen. Jetzt habe ich es gesehen. Ich muss sagen, tut mir leid, dass ich da scheinbar Wahrnehmungsstörung hatte. Aber wir kennen uns nicht nur flüchtig. Das habe ich auch gehört, dass du das gesagt hast. Wir kennen uns nicht flüchtig. Weil wenn dem so wäre, würdest du bei der ersten Show nicht mitmachen. Hättest du da nicht mitgemacht, weil wir kennen uns doch nur flüchtig. Es ist ja wie wenn ich jetzt zum Bäcker gehe und eine schöne Frau sehe und sage, ey, Ex on the Beach, boah, das ist meine Ex, die muss auch kommen. Die würde auch nicht kommen, die kennt mich doch gar nicht. Du warst dort, weil du mich kennst. So, und ich habe zwar das so und so gesagt, war vielleicht mein Empfinden, es tut mir leid, so auf dem, es tut mir leid. Ich wusste jetzt nicht, dass das so ein Ding ist. Das war vielleicht meine Wahrnehmung, tut mir leid. Aber ich habe das dort danach in den anderen Interviews klargestellt, dass es nicht so ist. Und ich bin zu niemandem hingegangen, die sind auf mich zugekommen. Weil das ist nicht so einfach dahin zu gehen und zu sagen, ja, ich will bitte ein Interview. Nein, die kommen auf dich zu. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Hä? Ja, das ist natürlich das, was wir auch schon von anderen Kandidaten aus dem Trash-Bereich sehr oft gehört haben. Das haben wir auch von Yvonne Wölke zum Beispiel sehr, sehr oft gehört. Und nein, das ist kein Angriff an Yvonne Wölke, sondern es ist einfach nur eine Tatsache, dass man sehr, sehr gerne sich im Schutzmantel des, hä, die haben doch mich gefragt, versteckt, was aber natürlich völliger Mumpitz ist. Na klar, kriegt man eine Presseanfrage, aber ich hoffe, dass Tizi genauso mündig ist wie eine Yvonne Wölke, selbst zu entscheiden, was sie sagen und was sie nicht sagen. Und wir alle wissen ja auch spätestens von Iris Klein, man bekommt ja nur eine 50-Euro-Pressenote, wenn man auspackt. Und wenn man denn dann den Charakter hat, einen Menschen für 50 Euro oder auch mehr oder weniger zu verkaufen, indem man denn dann doch über ihn auspackt, dann ist das genauso schäbig. Ob man jetzt selber zur Zeitung rennt oder aber ob man auf einer Interviewanfrage sagt, ja, ich rede drüber und dafür dann vielleicht sogar noch Geld bekommt, ja. Auch wenn man dafür kein Geld bekommt. Also ich verstehe, dass man in diesem Trash-Bereich übereinander spricht, das kann ich absolut nachvollziehen. Dann sollte man aber einfach auch die Eier in der Hose haben und sagen, ja, habe ich gemacht. Und wo ist das Problem? Es gehört doch zum Business mit dazu. Anstatt sich hinzustellen und zu sagen, ja, also sie sind ja auf mich zugekommen und was soll ich machen? Dann muss ich natürlich das denen erzählen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist immer so eine Aussage, die finde ich immer so lächerlich. Aber das jetzt nicht nur speziell auf Tizi, sondern speziell auch auf alle anderen, die immer sagen, nee, ich wurde ja gefragt und mein Gott, was sollte ich dann tun? Ich musste ja einfach antworten. Jetzt kommt diese Schattenseite von da raus, was ich gar nicht leiden kann. Überhaupt nicht. Diese sarkastische, dieses ein Vogel abgeschossen. Wow, Hure, red normal, du bist nicht witzig. Deine Begleitperson im Dschungel hat mir sogar auf WhatsApp dann geschrieben, so. Er hat meine Nummer, wo ich mir denke, so, warum hat er meine Nummer? Egal. Er hat meine Nummer hat mir geschrieben und dann haben wir das Ding zugemacht und ab dem Zeitpunkt, wo er mich gefragt hat, habe ich das so klargestellt, wie es war oder ist. So, mehr war es nicht. Du hast meine Nummer immer noch. Du hast mein Instagram. Jetzt dieses sarkastische, dieses coole. Die zweite Person, ich weiß gar nicht. Ich gratuliere dir immer noch zum zweiten Platz, hast super gemacht, so, aber jetzt fange ich an, so cool zu reden, Mann. Du bist immer noch eine coole Person, aber red nicht so cool, weil das steht dir gar nicht. Bleib die süße Maus, die du vorgibst zu sein. Mach das so, aber dieses... Bitte, komm, du kannst auch anders. Ich muss dazu sagen, dass ich das auch sehr oft in den Kommentaren hier bei mir gelesen habe, dass viele Zuschauer, die Layla schon länger kennen, auch diese Story ein bisschen von oben herab empfunden haben. Ich selber kann das nicht so richtig beurteilen, weil ich sie halt nicht seit Anfang an kenne und sie auch nicht seit Anfang an, Gott bewahre, verfolgt habe. Aber ihr habt das mir so erzählt, dass sie tatsächlich ein bisschen hochtrabender in ihrer Story wirkte und das scheint sie jetzt auch sehr lustig zu finden. Denn jetzt kommen wir ein bisschen in ein... Jetzt lernen wir einen neuen Tizi kennen, zumindest ich habe ihn von allen Facetten kennengelernt. Hör mal rein. So sehr du es ja auch willst, dass so, das ist deine Freundin. Nein. Ich weiß nicht, wie deine DM ausschaut. Vielleicht leckt jetzt gerade jeder deine Füße und so.
Was ich gerade nicht so lustig finde, ist, dass er auch ihr Lispeln so ein bisschen nachgemacht hat, ja, so den kleinen Sprachfehler, den dann damit reinfließen zu lassen, das fand ich jetzt schon nicht in Ordnung. Sag, hey, du bist so toll, ich will. Nein, ich gehöre nicht dazu, definitiv nicht. Nein, ich wünsche mir das nicht. Ich will das nicht. Und es ist auch alles in Ordnung. Bitte, komm nicht diese. Jetzt kommt dieses Arrogante, jetzt kommt dieses. Ja, jetzt will mich jeder. Nein, nicht jeder will dich. Und ich bin zu denen, die bei der Tabelle, ne, wer dich haben will, ganz weit unten sind. Von mir aus, nicht von dir aus, von mir aus. Ich würde das nicht wollen. Meine Güte, kommst du klar? Nee, jetzt, ja, auch so sehr du gehst, Vince, und ich würde das. Leute, schaut es an, als wäre es so ein Comedy-Movie, okay, aber lass einfach. Einfach lachen und sagen, ach, alles gut. Ich muss dazu sagen, es wird noch ein bisschen schlimmer. Ich weiß nicht, ob das dein echtes Lachen ist. Ich habe in dem Moment wirklich gedacht, was ist denn jetzt hier los? Ja, ich habe so die Story nebenbei so mir angehört, ein bisschen abgefilmt und dann dachte ich mir, hä, ist das jetzt ein echtes Lachen oder ist das jetzt Katze auf den Schwanz getreten? Da war ich ein bisschen überrascht, ob er das jetzt spielt oder werdet ihr es besser wissen als ich, weil ihr wahrscheinlich alle Teasy kennt, ja, aus 30 Jahren Showgeschäft. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle, aber ich war hier so ein bisschen diffus. Mein, warum bist du da extra um mich gekommen? Warum? Ich meine, als du am Strand warst, haben die dann gesagt, Tizi wartet auf dich vorne. First things first, ich habe dich nicht gerufen, der mich gefragt, wen kennst du so? Und dann haben die dich halt angefragt, weil ich dich halt angegeben habe, dass ich dich halt kenne. So, dass wir halt, you know, so auf den. Und dann bist du aufgekreuzt und haben die gesagt, Tizi wartet auf dich vorne. Warum hast du da nicht gesagt, ich gehe da nicht hin? Ich habe ihn nur einmal flüchtig gesehen, so auf den. Warum bist du da hingegangen? Hast dann gesagt, so und so, so und so, so und so. Döner-Teller-Geschichte und dann Fetzerei, so, vor allem diese Döner-Teller-Geschichte, die langweilt mich mittlerweile so hart, der hat schon graue Haare, dieser Witz, das verfolgt mich die ganze Zeit. Egal, das hast du mitgenommen und da war es 5 Minuten zu sehen, bist wieder gegangen und dann hast du mich gefragt, ob du dich, ob wir reden können, hast du dich noch gerade gemacht, das war letztes Jahr, so, egal, das ist egal, das triggert mich nur, dass ich sage, ja, jetzt willst du mich, ich will, ich gehe so auf die Knie, dich nicht. Ja, das ist ein interessanter Punkt, ne? Tizi sagt selbst, naja, warum gehst du denn zu Ex on the Beach, wenn wir gar nicht zusammen waren? Ist das dann womöglich, was man Leila vorwerfen könnte, eine gewisse TV-Format-Geilheit? Oder aber kann man ihr vorwerfen, dass sie denn doch, was Tizi belügt, sagt, lügt und sagt, nee, nee, wir kannten uns dann doch schon länger. Oder aber ist dieses ganze Sendekonzept eh komplett gefaked gewesen und jetzt hat Leila die Möglichkeit halt aus diesem gefakten Sendekonzept, was ihr damals gut getan hat, jetzt natürlich ein bisschen in Bedrängnis zu kommen. Das ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, wenn ihr mich fragt. Aber wir machen noch eine große Einschätzung nach den Clips. Es geht weiter. Egal, Freunde, mach mal das Ding zu, ist egal, scheiß drauf. Ich mag dich immer noch, ich mag dich immer noch, du bist cool. So. Du bist zwar echt komisch gerade, du bist gerade weird shit, okay, du bist richtig komisch, aber wenn ich dich sehen würde, würde ich trotzdem sagen, hi, wie geht's? Alles gut, wie geht's? Ach, egal. Jedenfalls, ich mache mir jetzt fertig, ich gehe zu einer Show jetzt gleich, ziehe heute zum ersten Mal meine grüne Air Force an, ich freue mich extrem, ich zeige euch nachher mal mein Outfit. Und berichte mal dann so über den Tag, was so abgeht. Geht zurzeit sehr, sehr viel bei mir ab. Ich freue mich voll. Und jetzt geht's heute weiter. Deswegen wünsche ich euch einen schönen Tag. Läuft Lasst bei euch ihm. nicht ärgern. Und ich poste, wenn es was zu posten gibt, okay? Peace out, Ace. Und wir bekommen es mit. Ja, das war das Statement von TZ. Und ich muss erst mal sagen, wir müssen uns ja mit dem zufrieden geben, was wir kriegen. So ganz zu Beginn, ich finde das Statement, so wie er es gemacht hat, mal anders schön. Jetzt immer diesen Beef, immer diesen Angriff, sondern er war schon irgendwie sachlicher als eine Kim zum Beispiel. Und das hat mir jetzt hier schon mal sehr gut gefallen. Und er wirft diese eine große Frage auf, die auch in meinem Kopf ist. Warum macht man bei einem TV-Format mit, welches Ex on the Beach heißt, wenn man niemals einen Ex hatte, welcher Teasy hieß? Versteht ihr, was ich meine? Und das ist dann so etwas, was ich sehr, sehr merkwürdig finde. Und da gibt es, wie gesagt, viele Möglichkeiten. Entweder ist es ein geschummeltes Sendekonzept und da hat man einfach dann irgendwelche polarisierenden Trashies zusammengeworfen, die einfach nur erzählen, wir waren mal zusammen.
Da könnte man, wenn man zu dem damaligen Stand bekannt da werden wollte, sagen, jo, bin ich mit dabei, das würde ihr jetzt auf die Füße fallen. Tizi würde dann einfach nur in seiner Sendungsrolle bleiben und sagen, hä, wieso, wir waren noch mal zusammen, wir waren ja auch bei Ex on the Beach zusammen. Oder aber ist Tizi selbst hier ein bisschen überschwänglich, übertreibt alles so ein bisschen, oder es ist halt Layla. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass diese ganze Teasy-Geschichte dann doch nochmal so ein bisschen hochkocht, aber gerade weil es diese Diskrepanz gibt, also mit diesem Ex on the Beach-Format, gerade weil es diese Diskrepanz gibt, glaube ich, wird es Layla ein bisschen schwerer haben, als die glaubwürdigere rüberzukommen. Während der Teasy dieses hier alles mit einer gespielten oder echten Humorschiene von sich hat abschmettern lassen und gar nicht so sehr darauf eingeht. Er hat jetzt sein Statement gemacht, das wird die Menschen jetzt 24 Stunden lang beruhigen. Dann ist das Statement bei Instagram wieder weg, weil 24 Stunden ist die Story vorbei. Dann wird Layla irgendwas sagen und dann wird Teezy wieder eine Story machen müssen, weil die alte Story ist ja weg, außer er hat sie irgendwo gespeichert. Und dann wird er sich wieder erklären müssen. Und somit sind wir dann schon in der Social Media Kreislaufsgeschichte, dass immer wieder der Rosenkrieg auch hier weitergehen wird. Und eigentlich müsste Teezy jetzt Folgendes machen: Eigentlich müsste er, wenn er ein Statement abgeben will, dieses Statement irgendwo in irgendeiner Highlight-Bubble platzieren und immer wieder nur darauf verweisen: Hey du, pass auf, das und das ist passiert, da ist das Statement und mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Dann würde Layla sich damit, denke ich mal, auch zufrieden geben, weil ich glaube, dass Layla gar nicht an so einem Rosenkrieg mit ihm jetzt interessiert sein wird, weil er, wie ich finde, schon gute Argumente hat. Und dass er, und das macht jetzt aber diese ganze Diskussion für mich aber auch nicht unbedingt so richtig gut, ist dieses ganze Thema, naja, und Presse, und da muss er ja Rede und Antwort stehen. Und das ist halt der einzige Punkt, den ich nicht für Teasy auslegen kann, sondern hier sage ich, nee, das ist so einfach nicht richtig. Also es ist richtig, dass die Presse dich angefragt haben wird, das ist bestimmt hundertprozentig richtig, aber dieses, naja, ich wurde gefragt und dann habe ich halt geantwortet, das ist für mich immer eine Schutzbehauptung, wenn man nämlich sich die Frage gefallen lassen muss, na, wieso redest du über die und die in der Presse? Ja, ich wurde gefragt. Das ist eine Schutzbehauptung, die halt nicht zu Ende gedacht ist. Du hättest auch einfach sagen können, das war das Einzige noch, was ich dazu sage. nö, brauche ich nicht, danke, Presseanfrage, ich werde darauf nicht antworten. Er hätte sich nicht zweimal in die Stunde danach schalten lassen müssen, per Video, ein Videobeweis, ja, oder aber, wie gesagt, dieses Bildinterview geben müssen. Also da wollte er einfach am Dschungelcamp Eis lecken, das ist einfach so, um hier auch ein bisschen auf dieser Famous-Welle von der Layla mitzuschwimmen. Und das ist ihm jetzt auch auf die Füße gefallen, weil Layla damit nicht so zufrieden ist. Also höchst dynamisch das Thema. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, ob dieser Teufelskreislauf aufhört oder aber ob Layla sich jetzt nun auch wieder dazu äußern wird. Meine Lieben, wenn etwas Neues geschieht, dann werdet ihr es hier auf meinem Kanal auf jeden Fall erfahren. Ich lade für euch dreimal am Tag hoch, morgens um 8, vormittags um 11 und nachmittags um 14 Uhr. Es lohnt sich also, den Kanal zu abonnieren, meine Lieben. Ich sage jetzt Tschüss, wir sehen uns wieder in 3 Stunden und dann reden wir mal über Unterlassungserklärungen. Eieiei, ich höre die Katzen kotzen, meine Lieben. Bis gleich.